Ja. Gucken wir mal kurz, wo Parzalan hinrennt, wenn wir ihm folgen. Oh, hier ist übrigens ein Unterstand. Und da sind jede Menge Goblins. Mal wieder. Alles klar. Sanya. Ark wartet. Mein Atem geht rum. Garkai. Na klar. Oh, die Goblins haben ein bisschen was aus dem Kasten. Lass das mal vor, Grimma. Für Ardo. Oh, weil da hinten auch noch die Menge Bogenschützen stehen. Oh je. Das bin ich. Sanya. Saranar Ayor. Ja. Aufgepasst. Zeritus. Astus. Furax. Sonja. Yandra Aika. Meint ihr? Ja. Bafia. Alles klar. Ha. Macht mal die Fernkämpfer weg. Bei meiner Axt. So, das ist schon besser. Ich versuche mein Bestes. Ai. Alaoyama. Aldrasona. Sprich, Freund. So, jetzt erstmal alle entgiften. Dann können wir hier in Ruhe alles aufsammeln. Also der Typ ist ein Feigling, der ist einfach weggerannt, als er die Goblins gesehen hat. Furchtbar, ey. So. Ha, diesen Goblins haben wir es aber gezeigt. Was meint ihr? Ich würde euch ja gerne beipflichten, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr während des Kampfes gar nicht dabei wart. Nicht dabei? Kennt ich euch nicht besser, könnte man meinen, ihr wolltet mich der Feigheit bezichtigen. Natürlich konntet ihr mein waghalsiges Ablenkungsmanöver nicht sehen, welches euch das Leben rettete. Die Rotpässe dachten, ich würde fliehen und sind in ihrer Verwirrung direkt in die... Waffe gelaufen. So hattet ihr leichtes Spiel, während ich mein Leben riskieren musste, indem ich diesem Monster den Rücken zukehrte. Wenn ihr meint, könnt ihr mich jetzt bitte zur Höhle führen, Parzalon? Ja.
So ein möchte gern, ey. Und wir folgen ihm auch noch. Aber ja, der führt uns zu der eingestürzten Höhle da oben. Zum Fex. Seht nur, der Eingang zur Höhle der Bestie wurde verschüttet. Das Biest muss mit seinem Schweif eine Lawine ausgelöst haben, als es sich in seiner Panik vor mir verkrochen hat. Ich fürchte, ohne einige helfende Hände ist hier kein Weiterkommen. Ach was, Parzalon. Zusammen können wir es schaffen, den Schutt hier zu beseitigen. Nun, natürlich bin ich ein starker Ränk und auch ihr steht für einen knappen Geil schlecht im Futter. Nichtsdestotrotz sollten wir unsere Kräfte für den Kampf mit dem Bietenhockerischen Bestie aufsparen. Aber verzagt nicht, wie immer weiß Ritter Parzalon schon einen Weg. Die Wache am Bauernzeuge vom Rattelshof. Sie können uns helfen, den Eingang freizulegen. Immerhin jagen wir die Bestie auch für sie. Ich bin sicher, sie brennt schon förmlich darauf, wo sie in der Schlacht gegen Geröll und Felsen zur Seite stehen. Geht steht im Fußes zum Bauer Ebergrüß und erklärt ihm unsere Not. Mhm. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich mag diesen Parzalon. Er ist so tapsig und ungestüm. Ein bisschen wie unser Dranor. Da hat Kledis nicht ganz Unrecht. So, mal da gucken, wie wir da runterkommen. Ich klappe jetzt nämlich erstmal hier alles ab. Und dann gehen wir zum Rattelshof zurück. Erstmal wegen den Schweinen. Weil erst müssen wir die Bauern befreit haben, um die überhaupt das Geröll wegschaffen zu können. Ja, vielleicht können wir die Bauern vom Rattelshof helfen, das Geröll zur Seite zu schaffen. Ich sollte mit Ebergrütz sprechen. Dem Wind folgen. Hey, Efeuer. Hat mir Geld gebracht? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Fand ich jetzt aber recht interessant. Ja, noch mehr Wirselkraut und Belmat. Sala Agrinda. Eorla. Ja, theoretisch, wenn wir über die Brücke da hinten gehen, die man so im Nebel sieht, jetzt sollte man sie besser sehen. Sollten wir auch schon am Brennzein dann angekommen sein. Ach, und da ist wieder Archon Megalon. Und wieder kreuzen sich unsere Wege. Ich sehe, ihr schätzt das Wandern genauso wie ich. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich glaube, ihr seid mir unheimlich. Ich gehe mal wieder. Wer seid ihr? Ich? Nur ein Forscher. Ich erforsche das Wesen des Menschen und das anderer Tiere. Was heißt das denn? Menschen sind doch keine Tiere. Klingt spannend. Was habt ihr bisher herausgefunden? Meine jahrelange Forschung sagen mir zum Beispiel, dass ihr mehr Angst vor mir habt, als ich vor euch. Wohl kaum, ich bin Streiter der Drachenquest und ihr seid nur ein Mann mit einer Hornkappe. Faszinierend, wie leichtfertig bei Schneckenhirn doch zum Imponierverhalten gegriffen wird und wie mühsam nur zum Denken. Nur ich möchte eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Und weg ist er mal wieder. Also ja.
Gut, dass er einen Zwerg so bezeichnet. Können wir mal da hinnehmen. Recht hat er irgendwer ein bisschen. So, damit haben wir auch das Stück abgeklappert. Man sieht, Talon ist ein ziemlich großes Gebiet. Aber ja, wenn wir es einmal abgeschlossen haben, dann haben wir es abgeschlossen. So dämlich es auch klingt. Da sind schon wieder Wölfe. Nee, ignorieren wir die Wölfe. Ich will zum Rattelzoof zurück und verlaufe mich dabei hoffnungslos. Trotz Minimap. So. Und da wären sogar auch die drei Schweine, die wir bräuchten. Und? Gibt es Neues zu berichten? Fangen wir mal wegen der Bestie an. Ja, habt ihr sie ausfindig machen können oder gar schon besiegt? Ich habe die Höhle der Bestie entdeckt, allerdings ist der Eingang eingestürzt. Die Steine und das Geröll müssen erst zur Seite geräumt werden. Verwechselt zugelegt. Wären die vermissten Bauschen wieder zurück, könnten sie uns bestimmt weiterhelfen. Ohne Hilfe werden wir die Bestie wohl nicht zu Leibe rücken können. Hoffen wir, dass ihr meine Leute bald findet. Wegen der vermissten Bauern. Ja, habt ihr sie gefunden? Geht es ihnen gut? Einige Goblins haben sich in der Schlucht niedergelassen und eure Leute gefangen genommen. Sie wären bereit, sie im Tausch gegen drei Schweine freizulassen. Goblins, sagt ihr, das hat mir gerade noch gefehlt. Wenigstens nehmen meine Leute noch. Meint ihr nicht, es wäre möglich, meine Leute mit Gewalt zu befreien? Ja, aber beim Kampf könnten auch die Bauern in Gefahr geraten. Das will ich natürlich auch nicht. Allerdings stellt der Verlust von weiteren drei Schweinen in meiner Lage ein schmerzliches Opfer dar. Muss ich irgendwie ausgleichen. Seid ihr euch also im Klaren, dass dies eure Belohnung um 15 Dukaten schmälern würde? Dann könntet ihr die drei Schweine haben. Einverstanden? Ich könnte überreden versuchen. Ihr stellt euren Besitz vor, das Wohl eurer Bauern und wollt mich dafür die Zeche zahlen lassen? Auf die paar Dukaten kommt es mir nicht an. Ich bin einverstanden. Ja, nehmt die Schweine gleich hinter mir. Passt aber auf, dass sie immer in eurer Nähe bleiben. Wenn sie erstmal ausgebüxt sind, ist es eine fürchterliche Plackerei, sie wieder zusammenzutreiben. Hoffen wir, dass diese Goblins Wort halten und meine Leute auch wirklich freilassen. Ja. Ich speichere hier jetzt lieber mal und ich werde immer wieder speichern, weil diese Schweine zu den Goblins zu treiben ein richtiges Problem sein kann. Anscheinend fürchten sich die armen Tiere vor etwas. Wir sollten wachsam bleiben. Ja, nämlich vor einem Wolfsrudel. Meint ihr? Für Ardo!
So, Gwendala, treib mal die Schweine. Wieder zusammen.